Hey Lars, welche typischen Fehler machen denn eigentlich Unternehmen beim Monatsabschluss? Zwei Fehler aus meiner Sicht. Erstens, der Monatsabschluss wird nicht genug vorbereitet. Sprich, man schiebt die ganze Arbeit oder man macht eigentlich gar keine Arbeit, bis dann der Voranmeldungstermin kommt und man dann eben dazu gezwungen ist, jetzt alles auf einen Schlag fertig zu machen. Und besser wäre es natürlich, wenn man jeden Tag eigentlich schon das ein bisschen vorbereitet, die Unterlagen, die schon ankamen, schon erfasst, in die Freigabe schickt und so weiter. So dass, wenn man dann soweit ist, den Monatsabschluss zu erstellen, weil der Monat dann tatsächlich um ist, hat man schon ganz viel eben vorbereitet. Die Unterlagen sind vollständig, fehlende Belege hat man schon angefordert und so weiter, sodass die Datenbasis, die man dann halt schon eingebucht hat oder die man dann tatsächlich einbucht, die eigentlich möglichst qualitativ hochwertig und vollständig ist, sodass man das dann einfach richtig schnell durchbuchen kann. Das ist der erste Fehler. Und der zweite Fehler ist, dass der Monatsabschluss eigentlich gar nicht so vollständig und umfangreich erstellt wird, wie er könnte, denn viele Themen aus diesem Monatsabschluss werden dann rausgelöst und erst mit dem Jahresabschluss später gemacht. Und das funktioniert vielleicht auch, wenn man den Monatsabschluss nur aus einer rein gesetzlichen Perspektive betrachtet. Aber die Themen, die da halt meistens rausgenommen werden, die dann erst beim Jahresabschluss erledigt werden, die haben schon Gewinnauswirkungen, weil da eben Aufwände dann kalkulatorisch oder nicht kalkulatorisch, sprich tatsächlich gebucht werden. Und da gibt es schon etliche Dinge, die man dann schon während des Monatsabschlusses machen kann und sollte. Also beispielsweise Abschreibungen richtig sofort buchen über die Dativanlagensoforterfassung, kalkulatorische Buchungen eigentlich vermeiden, auch immer richtig versuchen, das zu buchen, was tatsächlich angefallen ist. Belege, die fehlen, von denen man aber weiß, dass sie kommen, als Rückstellung einbuchen, Abgrenzungen richtig schon machen und zwar nicht nur über die Jahre hinweg, sondern auch unterjährig, sprich wenn man eben Rechnungen hat, die für das nächste Quartal sind und so weiter, die auch eben richtig abgrenzen, damit die betriebswirtschaftliche Auswertung, die man dann am Monatsende erstellt, damit die auch ein möglichst akkurates Ergebnis halt für diesen Monat widerspiegelt.